Schleswig-Holstein. No. No idea. Schleswig-Holstein ist ein Urlauberland. Aber weniger als 1% der Gäste sind Weltreisende. Plain. Flat. Sie sind aus Costa Rica. Zehntausend Kilometer waren sie unterwegs, um dabei zu sein, bei einer der größten Heavy-Metal-Partys weltweit, in Wacken. Zum Beispiel Brian, Fotograf und Ingenieur. I'm so excited to be here. For me, it's like a dream makes true. Wie die meisten anderen Fans auch, sind sie schon 3 Tage vor den Konzerten angereist. Hier, sagt Reiseleiter José Frutos. Entendido? Vamos. 2.300 Euro die Wackentour. Zelt, Flug, Tickets und Luftmatratze. Und die haben immer dieses Gefühl, dass die wollen mehr wissen, mehr kennenlernen von Deutschland. Und das ist mein Ziel, also, dass nicht nur mit dem Festival, sondern dass die kriegen noch ein extra Erlebnis. Das Extra-Erlebnis? Eine Exkursion ins echte Schleswig-Holstein soll es noch geben. Ins Dorf. Wacken! Diese Chinesen sind keine gewöhnlichen Touristen. Sie haben einen Auftrag. Prüfen, ob Lübeck sich lohnt. Die hiesige Tourismusagentur hätte gern ein positives Urteil. Hat das deutsche Essen extra chinesisch anrichten lassen? Chinesen essen anders. Ja, sie haben solche große Platte da vorne und dann sie nehmen das Essen von der Platte und dann geben andere Leute. Aber normalerweise würde man ja für selbst das machen, ne? Ich finde, das ist da einfach eine Höflichkeit in China und würden wir zeigen, wir sind ziemlich freundlich und ich denke zuerst an dich, sondern nicht an mich selbst. Das ist Zhao Ji. Auch Chinesin. Sie studiert in Kiel und soll helfen, ihre Landsleute zu verstehen. Gerade habe ich gehört, jemand hat gesagt, das ist etwas salzig. Salzig? Ja. Zuerst die Musik- und Kongresshalle. Ein Messeveranstalter zahlt für den größten Teil der Reise. We are also very proud of it here in Lübeck because it has a wirklich fantastic acoustic. Die meisten von ihnen arbeiten für Pharmafirmen. Vielleicht also ein Pharmakongress hier? Er meinte, er findet, diese Halle ist geeignet für große Veranstaltungen oder Kongress, also ziemlich ideal. Und warum Lübeck und nicht Peking für einen chinesischen Kongress? Je schöner die Stadt, desto mehr Teilnehmer. Lübeck als Lockmittel. On this side we had 4 gates, one after the other. And there were dirt walls in between, so you had to go through all the gates to get into the city. Okay. And yeah, it looks quite nice. It's sank into the ground already 1.5 meters. So that's quite a lot. But now I think they fixed it. Der Vorteil für Lübeck: Kongressgäste kommen meist in der Nebensaison. Gut für Hotels und Restaurants.
Aber die Chinesen haben jetzt plötzlich keine Lust mehr auf Stadtführung. Ja, ja. Die Niederecke gehen, da können Sie ja auch sitzen bleiben und Kaffee trinken. Ja, ja? Ja. Dann gehen Sie wieder hoch. Ja? Alte Städte und edle Süßigkeiten. So etwas mögen Asiaten. Das weiß der Mann von der Tourismusagentur aus Erfahrung. Ja, aber nach chinesischem Geschmack ist es ziemlich süß. Der Rathausplatz, die engen Gassen, all das stand eigentlich noch auf dem Programm. Aber die Chinesen sind anderswo unterwegs. Erst kurz vor dem Abendessen tauchen sie wieder auf, mit Einkaufstüten. Wie sie es bisher finden, will Zhao Ji wissen. Wäre ein Kongress in Lübeck denkbar? Sie meinte, ja. Sie würde sagen, Hamburg ist dafür besser, weil dieser Staat ein bisschen zu klein ist. Ja. Zu klein? Einen Trumpf spielt Lübeck aber noch aus. Die Schiffergesellschaft, ein uraltes Restaurant. Für das Essen kommt Lübeck auf. Frühestens in 5 Jahren wird sich zeigen, ob die Investition einen Auftrag gebracht hat. Kongressanbahnungen dauern. Zhao Ji fragt. Und diese Chinesin sagt, sie werde die Stadt ihren Freunden empfehlen. Ich finde, sie hat schon ein bisschen offiziell geredet. Also nicht so ehrlich, aber ziemlich positiv natürlich. Ja. Dieser Mann schreibt für eine Messefachzeitschrift. Wann könnte so ein Kongress in Lübeck stattfinden? Maybe next year. Maybe. Maybe. Und was wird er hervorheben in seinem Artikel? Food, beverage and view, everything. I love Lübeck. Bad Oldesloe. Weltreisende gesucht zum Arbeiten. Genau, wo sind denn Führerschein? Hat ja keine Allergien. Er kann Gartenarbeit kochen. Einkaufen und unterrichten. Work Away heißt die Internetseite, so viel wie Arbeiten anderswo. Denise aus Hongkong reist bald ab. Ein Nachfolger soll her. Also ich finde, der sieht nein, Papa. Ganz nett aus. Nein. Mhm. Papa, nein. Und ist natürlich nicht der klassische Handwerker, ne? Wenn ein Tänzer und ein Schwimmer. Ja. Also ich habe nichts dagegen, dass der Muskeln hat. Ja. Ja. Ich habe auch nichts dagegen, dass der Muskeln hat. Ne, das ist so. Aber die haben uns auch schon. Die Hansens sind noch neu als Gastarbeitgeber. Aber das haben sie inzwischen gelernt. Landleben interessiert vor allem Leute, die Landarbeit nicht kennen. I want to find some new experience to work with animals and in outdoor. And it's, I think it's difficult to find that kind of work in Hong Kong. Wenn dann so die Städter hierher kommen und sagen, ich streiche mal Türen, so wie Denise zum Beispiel, und die hat dann, also ich meine, das ist überhaupt nicht böse, es ist einfach nur eine Feststellung, dass ich irgendwie daneben stand und dachte, das ertrage ich nicht. So, und dann musste ich atmen, und weil sie ist super nett und ich mag sie total gerne, aber ich mochte dann auch nicht sagen, Denise, du kannst ja nicht 3 Tage für eine Tür brauchen. Dann habe ich gesagt, weißt du, nimm doch mal Matti. Und dann habe ich halt morgens vorm Frühstück in einer halben Stunde die Tür gestrichen. Es gibt etliche Seiten im Internet, die Gastgeber und Reisende vermitteln. Und gucken, ob ich da jemanden finde, der Handwerk irgendwie als seine Fähigkeit hingeschrieben hat. I'm outgoing, happy and most importantly hardworking dude from Boulder. Geld gibt es nicht für die Arbeit, dafür Wohnen und Essen umsonst. 24. Der sieht jetzt noch nicht so aus wie ein Anpacker. Svenja Hansen ist Ergo- und Reittherapeutin. Hart ist bei dir? Lena hat eine Lungeninsuffizienz. Reiten löst die Muskulatur. 1, 2, 3. Hopp. Jawohl.
Sehr gut. Selbst atmen geht danach besser, auch wenn sie jetzt künstlichen Sauerstoff braucht. Für ihre Klienten möchte Svenja Hansen die Preise möglichst niedrig halten. Oh, du bist schon mit Augen zu bereit. Ja. Klasse. Okay, also wir gehen jetzt links rum. Links rum, genau. Tief durchatmen. Deshalb wird sparsam gewirtschaftet, genau, auf dem Hof. Die Work-and-Travel-Helfer passen perfekt. Es ist ein total tolles Konzept, weil wir einfach mit relativ wenig Geld einfach tolle Helfer haben, die sich engagieren, die uns helfen, dass wir weiter auch helfen können. Genau. Geht das mit dem Rucksack? Ja. Cool. Und dann den Hof haben sie erst vor ein paar Monaten gekauft. Viel ist noch zu tun. Auch die Reitkinder helfen mit. Dass wir das alles so vorbereiten, dass Denise anfangen kann, da die Lücke dann zu pflastern. We can look in the YouTube-Video. Yeah. How we have to do it. Yeah. Denise wollte eigentlich nur 3 Wochen bleiben. Daraus geworden sind 4 Monate. Every morning say guten Morgen or guten Nacht. And I feel it really deep in my heart. So now I start thinking, like when I meet my parents in Hong Kong, I will start to show my feeling, my love to them by maybe hugging and just tell them I like you or I love you, something like that. Because I used not to do that. Wie sind die denn verlegt hier? Guck mal. Ah, versetzt, genau. Ja, so. Dann bräuchte man jetzt hier, guck mal, das ist wie Puzzle, dann ist auch schön. Schleswig-Holstein hat sich Denise überhaupt nicht angesehen. Schleswig-Holstein. Das ist für sie hier sein. Also was ich bei Denise beobachte und was ich auch glaube, was eben bei vielen Menschen das Reisen auch ausmacht, ist, dass man innerlich einfach auch auf die Reise geht und guckt, wo will ich in meinem Leben hin, in welche Richtung will ich mein Leben verändern. Von daher ist es vielleicht tatsächlich mehr so eine Reise zu Menschen und wie leben diese Menschen miteinander, wie gehen die miteinander um. Und demnächst arbeitet ein neuer Weltreisender hier mit. Moin, moin. Hello, welcome. Moin, moin kann er schon lange. I'm fine, very good, very good. Seit 5 Jahren kommt er nach Schleswig-Holstein. Tu Liang Chang aus Singapur. Immer dasselbe Hotel, immer dasselbe Zimmer. I thought it was fun to wear a shirt that says Germany in Germany. Seit 5 Jahren also. Weltreise nach Husum. Und immer dieser Klang. Husum is like a drug. It's like a drug. You take in a bit of Husum and you feel high immediately. And then at the end of the week you say, oh, I have to wait another year before I come back to Husum. Die Menschen, die er hier inzwischen kennengelernt hat, finden ihn herrlich ungewöhnlich. Seine Mitbringsel, genauso wie seine Art zu reisen. Also es ist ja nicht so, dass er blind durch die Gegend fährt, sondern er hat uns ja gezeigt, Germany, dann sucht er sich Sachen aus und das guckt er sich dann noch an. Ob es eine Schleuse ist oder eine Schwebefähre oder eine Brücke, das interessiert ihn alles. Er fährt er mit der Bahn hin. Alles macht er alles mit der Bahn, aber er muss rechtzeitig hier sein. Das ist ganz wichtig. Das Abendprogramm steht nämlich fest. Als er das erste Mal herkam, da dachte er noch, wie bloß all die Tage rumbringen. Aber dann hat er Schleswig-Holstein entdeckt. In Tönning, St. Peter, Plön war er schon. They're filled with salty water. Oh, they're called Quelle. Auch in Schleswig, Lübeck und Eutin. Ja. Ah, bitte schön. Guten Appetit. Oh, yes, thank you. Would you try one? Yes, certainly. The French have it too in it's salty water inside. Tu Liang Changs erster Ausflug dieses Jahr zu den Feldhusens nach Hause. Yeah. How old is this? It is about 250 years old. 250, my goodness. Parts of it, of course, younger. I don't think there's anything that's 250 years old in Singapore which is standing. You know, in Singapore, all the buildings are all so closely packed. There's an all tall buildings. There's not a place in Singapore where you have a house in the middle of a field where you can look
1 mile across and nothing, no other buildings. You just see the sheep, the cows, and yes. This is incredible. Die Wohnung, in der Tu Liangchang zusammen mit Frau und Sohn lebt, liegt im 14. Stock eines Hochhauses. This is like a house out of a fairy tale. You know, like the Grimm brothers, you know, a house in the middle of the countryside, and there are big bad wolves hiding outside and fairies around, you know, what they call Märchen. Gerne würde er seine Frau einmal mitnehmen hierher. Hey, look at this. You could be on the moon for all you know. Because it's so vast, it's so empty, it's so beautiful. It's nothing like what I've seen. Seine Frau und er sind beide Ärzte. Und wenn einer von ihnen reist, muss der andere in der gemeinsamen Praxis die Stellung halten. I think I had this for lunch. Queller. Davon wird er nachher Dan erzählen. Yep, it is the same, yes. Dan aus den USA, den er hier in Husum kennengelernt hat. Der müsste auch heute angekommen sein. Wacken. Zweiter Tag für die Gäste aus Costa Rica. Führung übers Festivalgelände. Wo gibt's erste Hilfe? Was, wenn man sich verläuft? Immer zuerst ihn kontaktieren, sagt José, der Reiseleiter. Ahora bien, tomas de agua, las vamos a ver pronto por acá. Para que sepan dónde están los puntos de agua. Hidratarse, hidratarse. Das ist die zweite Maßnahme, ich habe es geredet, dass die müssen auch immer Obst, Gemüse, nicht nur Fleisch, Bierchen, sondern Wasser und verschiedene Obst und Gemüse. Yvette hat 1,5 Jahre hierfür gespart, ihr erstes Mal Europa. Wie sie die Landschaft hier findet? Am Schluss der Führung der Supermarkt im Zelt. Das steht nur für diese eine Woche hier. José hat mal in Deutschland studiert. Deshalb spricht er Deutsch. Seinen Gästen möchte er auch deutsche Esskultur vermitteln. Ganz besonders gerne essen die Einheimischen auf Festivals so etwas. Acostumbran a comprar mucho de estos preparados en lata, igualmente ravioli. This will be my first time trying it, and so I hope it's good. What is it? What is it? It's a. Yeah, it's a soup. That's part of the reason why I'm here, to try and experience new things, new food, new culture, everything. Das, weil die haben mich gerade gefragt, das ist ganz viele Sorten. In Costa Rica zum Beispiel, wir haben nicht so viele Sorten. Wurst, überall. Für mich auch. Es ist merkwürdig, dass ich komme so ein Supermarkt, so viele Arten von Wurst. No? Warum? Und dann noch ein ganz wichtiges Lebensmittel. Aber Achtung, die machen hier manchmal Limonade ins Bier. No la tomamos, pero es algo interesante, ¿verdad? Saber. Tipp des Reiseleiters: Weizenbier. Gibt's nicht in Costa Rica. But we're gonna try it. We have to try a little bit of everything and see what we like. Und gleich wird im Camp gekocht. Typisch deutsche Küche soll es geben.
Und dazu ein bisschen kostarikanisches Aroma. Kaffee. Ja, extra mitgebracht. Der Geschmack. Das ist ganz anderer Geschmack. Actually, we love chili, medio, suave y fuerte, picante, picante, picante. Was Sie heute gelernt haben? I learned that they really like the sausages. There are many types of sausages, and this one in a specific, like it at all. When you get some place, you can say moin. It's like moin. People say like that. I think it's very funny. And people usually said that you can say moin at morning, at midday, at night. Every moment, it's okay. So it's like moin. It's better than hello. Yeah. Chinesische Reisegruppen durch Schleswig-Holstein zu begleiten, ist nicht Georgis Hauptbeschäftigung. Empirische Sprachwissenschaft studiert sie. Eine Freundin hilft beim Korrigieren einer Hausarbeit. Was ist da für dich? Damit die Händler aus der westlichen Welt direkt mit chinesischen Händlern in Kontakt treten konnten. Also dieses Wort. Genau, also größtenteils ist es nicht, also großenteils gibt es nicht. Oh Gott, die Tastatur. SZ hast du nicht, ne? Hier. Hey, warte, okay. Hier. Seit 3 Jahren lebt Georgi jetzt in Kiel, wohnt in einem kleinen Wohnheimzimmer. Hast du die hier jetzt auf Chinesisch geschrieben? Ja, ich habe das jetzt Chinesisch übersetzt. Die Notizen auf Chinesisch, das ist lustig, okay. Oh, die Häuser. Anfangs fand sie Kiel winzig, denn sie kommt aus einer 8 Millionen Einwohnerstadt, Shenyang. Ja, warte. Normale Straße in China. Das sieht alles gleich aus, die Gebäude, ne? Ja. Alles so gleich aus. Ein bisschen langweilig. Das ist halt die Wohnung von meinen Eltern. Also ich wohne bei meinen Eltern. An mein Zimmer. Oh ja. Der Vater arbeitet viel, wie die meisten Chinesen. Hi. Er hat, auch wie alle anderen, ganze 10 Tage Urlaub im Jahr. Eine neue Reisegruppe. Die kennt sich aus mit Urlaub. Tourismusexperten aus der Provinz Zhejiang, der Partnerregion Schleswig-Holsteins, eingeladen von der Landesregierung. Bei Chinesen ist es nämlich so, dass sie dann versuchen, möglichst in der kurzen Urlaubszeit, was sie dann zur Verfügung bekommen, viel zu erleben. Entspannen im Urlaub ist nichts für Chinesen. Reisende aus China sind eine Riesenchance, sagt einer der deutschen Tourismusfachleute. Die geben viel Geld im Urlaub aus. Nur Russen und Schweizer überholen sie noch. Das Hotel Bretterbude in Heiligenhafen zeigen, was Schleswig-Holstein kann. Also wer Lust hat, ne, da vorne, wir haben Helme, wir haben Boards. Skaten gleich neben der Rezeption. Er meinte, chinesische Hotels sehen ein bisschen langweilig aus, also alle sehen ziemlich ähnlich aus. Und hier, das ist sehr besonders für Kinder. Und er findet, ja, er würde ganz gerne das machen. Ja, also in China das kopieren oder so. Was wir hier hatten in den letzten Jahren, waren das. Heiligenhafen hat seine Übernachtungszahlen verdreifacht, erklärt der hiesige Touristikleiter. Unsere Chancen. Ja, und warum konnten wir das schaffen? Weil jetzt auch im Winter viele Gäste kommen, deutsche Gäste.
wegen Zimmern wie der St. Pauli-Butze. Aber würden auch Chinesen dafür herreisen? Die antworten höflich. Georgie sagt es direkter. Persönlich finde ich es ziemlich schwierig. Also man muss zuerst nach Frankfurt fliegen und dann einmal umsteigen nach Hamburg und dann wieder von Hamburg so mit dem Bus wahrscheinlich 5 Stunden oder so fahren. Also ja, aus ich weiß, da gibt es gar keinen direkten Bus nach Heiligenhafen. Die neue Erlebnis-Seebrücke. Mitte der Brücke, das ist auch etwas Ungewöhnliches, gibt es einen Kinderspielplatz. Georgie übersetzt, was die Delegationsleitung sagt. Diese Brücke ist super schön, super gut. Aber ja, momentan in Zhejiang-Provinz gibt es schon viele solche Brücken eigentlich. Ja, und die Brücke ist sogar mit Glas gebaut. Im Weitergehen schiebt sich immer mal wieder jemand neben Georgie und will etwas wissen. Typische chinesische Frage, zum Beispiel, wo kann man welche deutsche Kosmetik einkaufen oder so. Ja, oder wie kann man so nach Hamburg fahren? Die Chinesen haben noch Programm. Georgie muss zurück nach Kiel. An die Uni. Libo. 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 Bo. Bo ist der vierte Ton. Sie unterrichtet Chinesisch. Damit finanziert sie ihr eigenes Studium hier. Diese linke Komponente, was bedeutet das? Bevor ich in Kiel studierte, wusste ich Kiel gar nicht. Also wusste ich Schleswig-Holstein wirklich nicht ganz gut. Vom Nord-Ostsee-Kanal hatte sie mal gehört, lange her. Das war in Geografie, in der Schule. Bad Oldesloe. Warten auf den neuen Work-and-Travel-Helfer. Monatelang hatten sie niemanden gefunden. Okay. Ja, zum Glück kommt Andres nachher. Oh, wir brauchen 3 Workaway. Mann. Andres. Genau, für Andres machen wir das Zimmer schön. Andres kommt aus Mexiko. Ach Mann. Ja. Da ist er. Kann Gartenarbeit, Bauen, Kochen und Computer. Hat er jedenfalls im Internet über sich geschrieben. Dann gucken wir mal. Ich hab's vergessen. Eigentlich sollte er längst da sein. Deshalb der Kuchen und das Empfangskomitee. Freunde. Die Oma und Mattis Vater. Gleis 7. Wie sagt man Gleis? Gleis. Rail? Rail. Rail. Ein Gast, der dann jeden Tag hier mit am Küchentisch sitzt. Klar kann das auch mal schwierig werden. Wenn das jetzt so Sachen sind, die uns einfach auffallen und nerven, dass man eben nicht wartet, bis es einem so hier steht und man dann am liebsten sagt, so jetzt ist eigentlich schon zu spät, jetzt müsst ihr mal schnell gehen. Aber klar ist natürlich auch die letzte Lösung ist irgendwie, dass man weiß, es gibt hier auch in der Region andere Workaway-Hosts, dass man dann sagt, kannst du vielleicht einfach gucken, ob du was anderes findest. Also das tut mir ganz gut, allein die Option zu haben. How are you? So now you have only 5 minutes on the car left and then you can go to bed. Yeah, maybe, yeah. Andres vom anderen Ende der Welt. Nächster Tag. Kempke heißt er mit Nachnamen. Er hat einen mexikanischen und auch einen deutschen Pass. My grandfather, he's German. He was from Lübeck, so it's close from here. So I will visit Lübeck soon. So let's see how. Let's see if I can know more of my family soon. So, yeah. Oh, they're huge. Yeah.
and hungry. So ein Rohr wie dieses müssen wir hier um die Ecke legen und nach hinten. Und dann noch ein großes Loch. We have to cut the whole fence, yeah. And we have to bring the apples in. I don't know how to say ernten, but we have 4 apple trees over there. Uh-huh. Und das lieber absägen und dann kann das unten wachsen. I thought we could build something, yeah, like this, and maybe to make a bigger window so that we have a little bit more light. André, ja, magst du mal kommen, bitte? Schmächtig. Schmächtig ist er. Er kommt aus einer Stadt, aus Torreón. Ob er irgendwann in seinem Leben schon mal Äpfel geerntet hat? Oh. From where I come from, everything's brown and no trees. And there is like kind of plain stuff. So it's kind of a desert. So you'll see like quite a difference from here. So yeah. 30 Jahre alt ist er, hat studiert, als Chemiker gearbeitet. You like it? Yes. Für 360 Euro im Monat. Dann im Hotel gejobbt. Das brachte mehr ein, wegen des Trinkgelds. Gestern 22 Stunden im Bus, Flieger und Zug. Und jetzt? Neues ausprobieren. Auf einem Pferd hat er noch nie gesessen. Ja. Ja. So the first time you do just like coming home. Oh yeah, just, homecoming, yeah. Yeah, just. Reiten fängt mit Entspannen an, sagt Svenja. Atmen. All right. And relaxing. And we just stand here. To give you time to feel, to give your body time to come home on his back. All right. You can try to imagine that your leg is very heavy, mm-hmm. and it's like Scheiße. Also ich finde es total toll, dass der so offen ist und sich so einlässt. Ich finde es super spannend, dass er gesagt hat, er hat schon irgendwie so Tischlerarbeiten, Zimmermannsarbeiten gemacht. Und auch wenn ich sowas sage jetzt mit den Bildern, das ist ja schon auch ein bisschen spezieller. Beine wie wackelige Spaghetti machen und so. Und dann als Mann, ne, mit hier irgendwie noch 3 Mädels drumherum, 4, ist ja auch nicht ohne, sich da so drauf einzulassen. Das finde ich klasse. Du machst das gut. Ja, gut. Tu Liang Chang aus Singapur hat sich für heute Flensburg ausgeguckt. Er hat Dan mitgebracht, Dan aus New York. Neben dem sitzt er immer, abends in Husum. Schuhe über der Straße und Katzen an den Wänden. Why that? Warum? Fragt der Amerikaner. Der Mann aus Singapur findet's gut. I have 11 cats in my apartment and now I'm traveling, I don't see my cats, you know. But when I see a picture of a cat or I actually see a cat, it reminds me of home. Flensburg hat viele interessante Ecken. Dies ist definitiv eine davon. Oh, the ring. The ring. The ring's like Josh Green. 19 LPs. 19 LPs. Oh, it's very heavy. So, historical stuff. Yeah. Oh, gosh. Sie sind in der Klassikecke, flüstert der Verkäufer hinten an der Kasse. Da geht sonst nie einer hin. Der eine amerikanischer Klassik-Pianist und der andere Klassik-Experte aus Singapur. Oh, look, Ben Kleiben. Yeah. Doing Chekhov. You've played Chekhov first. I've learned it. You've learned it, yeah? Yeah. When I was young, maybe in my teenage years, I used to hear these recordings in the form of cassettes. And then, well, I never saw the LPs until now, so. And to think that the LPs were all 5 euros each, I thought, this is a steal. And, you know, I steal back a bit of my childhood. Wegen eines Festivals der Raritäten der Klaviermusik sind sie in Schleswig-Holstein.
Dan kommt schon seit 30 Jahren, ist selber aufgetreten in Husum. It's not for this festival. I may not have come to Schleswig-Holstein, but because of this festival, I'm here for a week and more. I use this opportunity to discover this very interesting land. Moslems pilgern nach Mekka, wir Klassikfans, meint Tu Liang Chang, ins Schloss vor Husum. Einige Jahre lang hat er in Singapur selbst ein Piano-Festival organisiert. Als er damals Anregungen suchte, stieß er auf dieses, wie er sagt, ungewöhnlichste Klassik-Event der Welt. Hier werden nämlich nur Werke aufgeführt, die sonst nirgendwo zu hören sind. Der Pianist Markus Becker spielt ein Stück des vergessenen Komponisten Julius Räubke. Neben Tu Liang Chang auch ein Freund aus Japan, ein Musikjournalist. Er selbst schreibt einen Blog, nur als Hobby. Morgen starten die Konzerte, heute der Ausflug, Wackendorf. So wohnen die Ortsansässigen. In Costa Rica, o sea, nosotros tenemos la típica arquitectura plana hacia abajo, como un cuadrado, un cajón, ¿eh? En Europa, no solo en Alemania, sino en Europa, se ve siempre la posición hacia allá y volver a subir y cerrar. Siempre van como un sello hermético, ¿verdad? Entonces, es muy importante por el invierno. We have window fences. Yeah, we haven't seen any of those here. So, they're pretty different from the ones that we have. Was hören eigentlich die Einheimischen für Musik, fragt einer. Evangelisch sind sie hier. Aber du kannst auch als Katholik oder Metal-Fan in die Kirche gehen, sagt der Reiseleiter. Nur im Moment nicht. Soundcheck für ein Konzert heute Abend. Ein Heavy-Metal-Konzert in der Kirche? A pesar de aquí, se hace un concierto, ¿verdad? Nunca se ha rayado una sola banca. No se tira basura. Todo está limpio. Y eso es cultura, la cultura europea. Drei Tage, 170 Bands, irgendwo dazwischen 62 Costa Ricaner. Brian mit seiner Flagge. Das ist ein Video aus dem Backing Open Air in Alemania. My voice is now it's off. It's pretty difficult for me to speak now. I can't in Spanish, I can't in English, and even in German, I can't. I have no voice.
but it was good. I got a lot of best moments here. Look at this. That's me. That was my first time. It's amazing. It's amazing. Großartig, so getragen zu werden, sagt er. Die anderen passen wirklich auf einen auf. Diesen Augenblick werde er niemals vergessen. Look at this, I'm so lucky. I was in front of the stage and I got to. If someone says I give you $1,000, it's mine. For me, okay, I got it here in Bakken, my first time in Bakken. I can tell, it's just for me. Auch über Schleswig-Holstein haben sie etwas gelernt. When I was in the concerts and everything, we were experiencing temperatures under, I don't know, 13 degrees. It was too cold. We learned that we're near the coast and that we have to seize around the area that I think the Baltic Sea at the east and the North Sea right at the west, and that's why we have this kind of weather and we saw seagulls as well. I will know that the capital, let's say, of here, it's Kiel, right? Kiel. Eine Frage war typische Spielen. Also wir haben, also soweit ich kenne, die haben diese Buzzel, das ist ein Spiel, zwei Mannschaften, wo die spielen und die werfen die eine Kugel, genau. Und wir haben ein bisschen geklärt, wie das funktioniert. Ja, das haben wir so gemacht, Kurs, genau. Die meisten von ihnen wollen wiederkommen. Nach Schleswig-Holstein, nach. Letztes Jahr waren Kieler Kinder in China. Dieses Jahr der Gegenbesuch aus Tsingtao. Segleraustausch. Wieder ist Zhaoji dabei. Sagen eigentlich erwachsene Chinesen aus lauter Höflichkeit auch manchmal die Unwahrheit? Die Kinder finden, ja, chinesische Erwachsene werden ziemlich ehrlich sagen. Ja. Und beide finden so. Ich finde so vielleicht 60% ehrlich, aber 40% höflich. Ja. Englisch ist Kanal 2. Chinesisch nächstes Mal. Sightseeing. Wie sieht Kiel wohl mit chinesischen Augen betrachtet aus? Wie fühlt sich Schleswig-Holstein für Sie an? Lohnt sich eine Reise nur, wenn der besuchte Ort schön ist? I look the old. The house is very old. Manchmal ist der fremde Alltag ganz ähnlich. Deutsche sagen Cheese beim Fotografieren. Chinesen sagen Aubergine. Wahrscheinlich sind Rathäuser überall auf der Welt nicht wirklich spannend für Kinder. Bye bye.
Außer sie haben einen Paternoster. Vielleicht ist Reisen vor allem Nachdenken über Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Am Abend zu Hause in ihrer Wohnheimküche fällt Xiaoji noch ein Vorteil von Schleswig-Holstein ein. Die meisten sprechen Hochdeutsch. Das hilft. Fast 4 Jahre lebt sie jetzt hier. Und in Deutschland wurde ich auch von vielen Leuten gelobt. Ja, nicht wie in China. Also in China ist es so, in der Familie oder bei der Arbeit, ja, loben die Leute andere Leute nicht so häufig. Ich glaube, wenn man wirklich ausgezeichnet gemacht hat, dann wird man Lobung bekommen. Aber hier, wenn man ein bisschen, ja, gut gemacht oder ja, etwas Schönes gemacht hat, dann bekommt man Lobung einfach. Und dann jetzt bin ich auch ein bisschen selbstbewusster als früher. Achtung. Sie mag es hier. Die Menschen sind hilfsbereit. Es ist ganz einfach, vom Wohnheim ins Zentrum zu kommen. Berlin wäre ihr viel zu groß. Kiel ist perfekt, um hier zu studieren. Das Süddeutschland ist wahrscheinlich viel anziehender, faszinierender für Touristen, aber Norddeutschland bin ich so, ja. Es gibt nicht so viele Sehenswürdigkeiten und das Essen ist auch nicht typisch deutsch, nach chinesischer Meinung, ja, das ist eigentlich alles. Aber ich würde sagen, ja, das ist geeignet für das Leben, für das Studium, aber überhaupt nicht für Tourismus. Ist das salzig oder fade, findest du? Bad Oldesloe. Andres aus Mexiko ist inzwischen seit fast 3 Monaten hier. Eine Mistkarre ist längst keine Herausforderung mehr. Arbeit an der Rampe. Das hat er sich ja auch alles selber ausgedacht. Für Svenja Hansens gehbehinderte Klienten. Aber jetzt Ausflug nach Lübeck. Sie hat nur gesagt: Überraschung für dich, Andres. Ein Register von 1906 im Lübecker Stadtarchiv. Okay. Jetzt gucken wir. So, das ist Geburtsurkunde hier. 2506, Kemke. Am 23. Dezember des Jahres 1906, vormittags um 9:30 Uhr, ein Knabe geboren worden sei. Und dass das Kind die Vornamen Rudolf Wilhelm Friedrich Karl erhalten habe. Sein Urgroßvater ist damals ausgewandert, nicht sein Großvater, wie er dachte. I feel surprised, amused, confused. I don't know many feelings right now, but yeah, mostly excited. Das Geburtshaus in der Innenstadt gibt es nicht mehr, aber immerhin die Adresse. Oh, yeah. They made a new house here, but it's this place, and he's born in this flat here inside. But it's not the house. Yeah, it's fun. Und jetzt von Svenja eingefädelt warten in diesem Café. Lennart Kemke, hallo. Hi, ja, Wahnsinn. Hallo, du hast Kemke. So, und das hallo. Ist Andres auch ein Kemke. Kemke. Ja, Andres Kemke. Hallo. You're my cousin, cousin. Yeah. Third cousin. Third cousin. Ihre Urgroßväter waren Brüder. Der hier, Rudolf, ist der Auswanderer. Obwohl, ausgewandert ist er gar nicht. Durch die Arbeit. Daraufhin hat er sich verpflichtet, 2 Jahre für die Firma darüber zu gehen. Der Auswanderer? Also nur eine längere Geschäftsreise. Mit 19 Jahren los. Er hat sich verliebt und ist dageblieben. Das ist die Mutter von dem aus Mexiko. Nach fast 100 Jahren ist der Stammbaum der Lübecker Kempkes wieder vollständig.
Ich wusste das mit Mexiko, aber da war halt immer nichts so. Und ja. Nachforschen in Deutschland, dann, ja, du kannst immer mal in so ein Kirchenbuch gucken oder in so ein Archiv. Aber Mexiko? Ja, Mexiko ist keine Chance. So. Ja, krass. I think we are feeling the same thing somehow. So it's like, still like, you know, like, I don't know, it's, yeah, yeah, it's a big surprise, you know, like, speechless right now, like, oh, wow, family and everything. Now we have like an expansion, you know, like, yeah, so yeah. Januar. Eigentlich wollte Andres jetzt weiterreisen. Das war der alte Plan. Der neue? In Deutschland bleiben, studieren. Vielleicht erst noch ein bisschen arbeiten hier. Der muss auch da unten weg. Schmächtig? Nee, sagt Svenjas Oma 92 und Chefin im Garten. Der ist super, der Junge. Ganz toll. Sehr willig. Ein angenehmer Kumpel. Außer den Hansens und den Kempkes aus Lübeck hat er ein paar Nachbarn kennengelernt. Was hält er von den Menschen hier? Yeah, it's totally different from I was expecting from Germans. You know, they're like super friendly and yeah, they're warm people, even though it's very cold here. Und dann Premiere für die neue Rampe. Wenn wir die Treppe gehen, dann hebe ich ja immer ein Bein von Mariella an. Und dann schaffen wir eine Stufe und dann nimmt das unheimlich viel Zeit und super viel Energie. Ja. Und das jetzt ist, das ist toll. Mega schnell. Also jetzt sind wir hier, ja, nicht mal eine Minute gefühlt. Nee. Und das ist völlig anders. Ja. Richtig gut. Ja. Ja. Zerlegbar und kostengünstig. Alles aus gebrauchtem Holz vom Hof gebaut. Oh, ich glaube, das ist richtig gut. Ja. Du rumst nicht? Und trotzdem können wir dich einfach so runtersinken lassen. Mariella hat eine fortschreitende Muskelerkrankung. Reiten tut ihr gut, weil das Pferd sie bewegt. Ihre Muskeln können so entspannen. Andres, it feels so much better. So much better with the ramp. I feel like, and now it was so easy. Viel besser. Nicht so anstrengend. Ein paar Wochen wird Andres noch bleiben. Arbeit ist genug da. Wenn er dann später mal wieder herkommt, dann wird das kein Besuch bei einer ehemaligen Arbeitsstelle sein, sagt er, sondern bei Freunden. They have been helping me a lot. And since I arrived here, I think I will remember that part, so that's why I will keep them in my mind, in my memories for a long, 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 long time. Maybe we can paint it today. Auch die Hansens waren in letzter Zeit öfter auf Weltreise in Mexiko, zumindest in Gedanken, wenn Andres erzählt hat von zu Hause. Also ich reise schon auch gerne, was im Moment gerade nicht so gut in mein Leben passt. Und es stillt schon irgendwie auch so eine Sehnsucht. Auch eine Sehnsucht, neue Leute kennenzulernen von ganz woanders. Auch eben so ein Einblick auch in andere Kulturen und Lebensweisen und auch Essen und all solche Sachen zu bekommen. Ja, ohne selber wegfahren zu müssen. Und das ist spannend. Das Programm für heute hat Tu Liang Chang schon in Singapur recherchiert. Rendsburg. I read about this tunnel. I thought it was very interesting. It's a wonderful piece of engineering. I mean, yeah. I mean, the thing is, we're underneath the river, we're underneath a canal, and well, I'd have to walk the bridge. But this is a good way to travel. Und ist Dan beeindruckt? No. I live in New York. There are 10 tunnels under the East River. This is not that impressive.
Einmal die Eider sehen. Über die hat er nämlich schon als Kind nachgedacht. When I was young, my mother told me that the best pillows were made from eider down. The best pillows, the best blankets were made from eider down. And I'm wondering, what on earth is eider down? They said, oh, it's from ducks feathers. And then later on I found out, this is the eider, the actual eider river. Aber jetzt das touristische Highlight für heute, die Hochbrücke. Nicht nur von Weitem gucken, sondern drüber fahren. Nach Hamburg Hauptbahnhof über Neumünster, Abfahrt 14:57 Uhr. Wann wurde die Brücke gebaut? Vielleicht steht's im Reiseführer. Whole book on Germany, look at this. Schleswig-Holstein, only these few pages. Only this few pages. Fastelan, List, Amrum, Fur. Nothing. Nothing about Rendsburg. Why? Because you see the bridge. Ah, okay. Now the trees are clearing. Now you see the bridge from a distance. There we go. Vielleicht wird irgendwann mal Reisetipps schreiben. Genug Fotos hätte I mean, later this week I'll be going to Switzerland. I mean, that's beautiful country, you know. But this is sort of ordinary. Aber Tu Liang Chang ist sich sicher. Seiner Frau würde es hier gefallen. Yeah, I think it's all the favorite places, all the favorite restaurants and the favorite sites and the little nooks and corners to take nice photos. Have a romantic time. I think Schleswig-Holstein can be a place for great romance. Romantikurlaub in Schleswig-Holstein. Das wäre doch mal was. Uno, dos, tres. Oder schickst du deinen Eltern, ja, ne? Und Herr Kempke. Cool. Ja. Okay. Yeah.